Nein. Auf Antenne Bayern. Mahlzeit. Heute machen wir ein, zwei Kleinigkeiten. Am Eclipse. Tage. Ich habe mir nämlich ein, zwei kleine Sachen bestellt. Da. Und da. Nämlich ein, zwei Kleinigkeiten am Tage, die sind halt ein bisschen im Alltag unschön gewesen oder geworden. Es gibt nämlich auch ein, zwei Sachen, die sind halt jetzt in dem Alter ein bisschen unschön geworden, auch weil er undicht war. Zum Beispiel hier der Becher. Der fehlt hier. Das, was festhalten soll, das habe ich schon getauscht. Da war das Ding rostig, der Mechanismus, und das ist dann auch irgendwann abgebrochen. Und das tauschen wir heute mal. Außerdem habe ich mir so JDM-Schrauben geholt. Und was hier drin ist, auch eine Kleinigkeit, schön, nämlich Mitsubishi Ventilkappen. Kleinigkeiten, die müssen schon schön sein. Dann wird das Auto gleich viel wertiger. Wie gesagt, das Auto steht noch zum Verkauf. Wenn ihr keine Vollidioten seid, könnt ihr das gerne kaufen. Schnäppchen wird es nicht, das verspreche ich euch. Es wird aber auch kein teures Auto, weil Preis-Leistung passt. Aber ich habe mich heute schon wieder aufgeregt, weil ich habe ja hier die Stoßstange auf eBay gestellt und wollte die verkaufen. Per Abholung. Ja. Verabredet heute 15 Uhr soll das Ding eigentlich abgeholt werden. Deswegen bin ich ja eigentlich da. Hab mir gedacht, naja, ich bin jetzt eh extrem pleite. Kombiniere ich das, verkaufe das Zeug, mache ein wenig mein Auto, weil das Herfahren kostet mich ja 10 Euro. Also hin und zurück sind ja 100 Kilometer. Und ja. Und wenn ich jedes Mal hierher fahre, dann zeige ich mich ja dumm und deppert. Auf jeden Fall, boah, komm, ruft er eine halbe Stunde eher an. Kommt nicht, weil es regnet. Er ist gerade Führerscheinanfänger und es regnet, deswegen kann er nicht kommen. Er braucht 2 Stunden zum Herfahren. Aber wenn er 2 Stunden sollte er doch eher anrufen als 2 Stunden vorher. Auch dass er erst nachdem er gekauft hat, gefragt hat, was das für Zustand ist und so weiter. Naja, er hat es jetzt halt per PayPal bezahlt. Das ist jetzt schon wieder eine Erleichterung. Gerade ist das Geld gekommen. Soll ich trotzdem wieder Post verschicken. Also das riecht mich auf. Immer diese Leute. Alles Versager, würde ich sagen. Alles Versager. Nichts können sie mehr. Ich kann genauso wenig, aber wenigstens versuche ich mich an mein Wort zu halten. Egal. Auf jeden Fall machen wir ein bisschen den Eclipse schick mit Kleinigkeiten. Und ich frage mich, wo ich die JDM-Schrauben da mit diesen. Ich finde die ganz cool. Ich wollte jetzt halt nichts in Rot haben. Weil Rot passt, finde ich meiner Meinung nach, nicht in den Motorraum, weil ja die ganzen Schläuche schwarz sind und die Abdeckungen sind alle schwarz. Deswegen habe ich diese Washer. Ich habe es extra zweimal verpackt, also beziehungsweise das waren 2 Tüten, die habe ich jetzt in eine reingetan. Diese. Und ja, ich mache mir keine Sorgen mehr um den Lack.
Auch wenn ich das Auto erst verkauft, das müsste ich eigentlich erstmal komplett neu poliert werden und so weiter. Auf jeden Fall kommt das so rein. Komm schon. Was kann ich überhaupt? Dann wird irgendwas so festgeschraubt. Die Unterlegscheibe passt halt. Da steht auch drauf, kann man es lesen. Nein. Teddy. Ja. Und irgendwas auf Japanisch. Ganz wichtig, dass irgendwas auf Japanisch da stehen. Oder Japanisch ausschauen muss. Die Schrift, ne? Das ist ganz wichtig. Hätte ich gesagt, machen wir mal jetzt erstmal die Ventilkappen drauf, weil die da sind ein bisschen hässlich. Ein bisschen. Hässlich. Ich muss aber sagen, das Zeug wirkt schon mal hochwertiger als die Ventilkappen, die drauf waren. Obwohl das China-Lump ist. China-Lump. Jetzt ist das Auto schon mal gleich wieder 100 Euro mehr wert. Mindestens. Ja, jetzt kommt es zum interessanten Zeug. Den hier und das Ding ist auch komplett rostig. Zigarettenanzünder habe ich jetzt leider nicht. Den werde ich wahrscheinlich irgendwie sauber machen. Aber hier das Gehäuse werde ich auch tauschen. Und dann nehme ich einfach die. Die hier. Es ist schwierig. Hier ist ein Motor, da ist ein anderer Teil vom Motor, da ist wieder ein neues Auto. Da ist noch die Schrauben vom anderen Auto, was schon weg ist. Wohin mit meinem ganzen Zeug? Tauschen wir mal das ganze Zeug. Nehmen wir mal mit. Das Ding hier dürfte eigentlich nur gesteckt sein, weil der hat hier nur die Nasen. Da wo das Ding ist, die Nase, also gehen wir mit dem Schraubenzieher rein. Schraubenzieher. Okay. Filmen und gleichzeitig arbeiten ist immer ein bisschen schwierig. Aber. Es kann heute Nacht ganz schön neblig werden und auch morgen. Allerdings. Jo, also. Wenn es jetzt gehen wird, um das gut zu sein, konzentriert sich morgen auf. Das Funst. So schaut ein zerlegter Eclipse-Zigarettenanzünder aus. Und das ist. Das wird doch eine längere Geschichte, als ich gedacht habe. Weil das ist gar nicht mehr so einfach. Dafür muss die komplette Mittelkonsole raus. Hier ist es nur geklipst. Und dann die zwei vorne hier. Wobei. Da war er schon mal dran. Wie Sie sehen Sie nichts. Mach mal kurz die Kamera mit meiner Nase helle.
du? Hier können wir nämlich den Stecker abziehen. Der eine ist für die Beleuchtung, der andere ist halt eben für den Anzünder, wenn er runtergehen will. Ich löse mal die Zentrale. Oder vielleicht ist es so sehr Spannung. Alter, der andere ging wesentlich leichter runter. Von hinten festhalten, dann geht's auch. Ja. Dann kann man die Mutter lösen. Kann man den anderen nach oben rausziehen. Dann ist die Kacke ausgebaut. So, dann stecken wir nämlich als erstes den Zigarettenanzünder bzw. die Massebox. Die hat hier eine Nase drin, die geht dann quasi in eine Position rein. Dann kommt hier das Blech drüber, weil der hat auch eine Nase unten am Boden vom von der Mittelkonsole. Ja. Machst du die ein. Dann kommt die Buchse drüber, da wo man dann die Lampe reinsteckt. Damit das Ganze auch beleuchtet wird. Dann kommt die Mutter drüber. Festgezogen. Kann man auch die mittlere Mutter hier festziehen. Dann kann man auch wieder die Lampe reinstecken. Die ist nur reingedreht. Dann wieder einfach alles stinknormal feststecken. Den Schaltsack hier wieder durchfummeln. Am besten ohne irgendwas kaputt zu machen. Ist das auch wieder fast wie neu. Habe ich schon abgeschliffen. Ah, funktioniert immer noch nicht. So. Jetzt habe ich die JDM Washer Schrauben mit Unterlegscheibe auf Deutsch. Bloß ich habe keine große Ahnung, wo ich das am besten hin tue. Ich denke mal am Ventildeckel, das ist scheiße. Irgendwo auch. Deswegen nehme ich die Kotflügelschrauben. Wenn die passen. Machen wir mal einmal Probe. Nehme ich. So, ich habe jetzt mal 10 Schrauben verwendet. Ich weiß nicht. Es fällt eigentlich fast gar nicht auf. Deswegen mochte ich ja eigentlich auch das Schwarze, weil es nicht so auffällt. Weil mir schon fast die Batterie zu bunt. Die Batterie sollte doch eigentlich schwarz sein. Naja, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ein bisschen JDM-Spielerei an der amerikanischen Karosse. Steht aber Mitsubishi drauf, da darf man das.
Wie findet ihr sowas? An sich finde ich ja so Spielerinnen ganz geil. Auch das mit den Ventilkappen. Und jetzt ist der Innenraum, funktioniert auch wieder da. Im Innenraum funktioniert auch wieder das Münzfach. Der Zigarettenanzünder schaut gut aus. Ja, so Kleinigkeiten summieren sich und dann ist das Auto scheiße. Und wenn das gemacht ist, ist es geil. So, ich mache mich jetzt noch an den hier. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Wie findet ihr so Kleinkram am Auto? Ist es wichtiger oder eher unwichtig? Macht es ein Auto schöner oder eher hässlicher? Schreibt es unten in die Kommentare. Mich würde es interessieren. Wir sehen uns das nächste Mal. Servusle und Ade.